パロットの出番はないぜ。見えてるぞ。ちょっと本気を出したらついてこれないようだね。それでもスーパーサイヤ人なのかな。Und der Saiyanblut, Angriff und Verteidigungskraft durch Sensobohnen erhöht. Bei Verwendung von Sensobohnen. Kann nur von Kind und Teen Gohan und Goku, Vegeta, Trunks, Raditz, Nappa und Cell verwendet werden. Man sagt, Saiyajins werden stärker, je öfter sie knapp den Tod entkommen. Da frage ich mich immer wieder, warum kann man das nicht bei Saiyaman später machen? Das ist eigentlich nur Gohan verkleidet. Aber es wird trotzdem noch ein Saiyajin. Sehr eigenartig das Ganze, aber okay. Das ist eine andere Geschichte. これが限界だというのか。俺はスーパーサイヤ人だ。下がれフリーザー。真の恐怖と決定的な挫折にベジータはすでに戦意を失っている。ちょっと早いけど、とどめを刺しちゃおうか。まだゴミが残っていたのか。バカだね。おとなしく震えてりゃよかったのに。まさか。フリーザ、本気でやった方がいいぜ。こいつこそ貴様が最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。はずだろ。僕がくだらないジョークが嫌いだってことをさ。ジータはもうほとんど身動きせえできねえような状態だったんだ。わざわざとどめを刺すことはねえだろう。バカ野郎、非常になれ。そうすれば貴様はきっとなれるはずだ。スーパーサイヤ人に。よく聞けカカロット、惑星ベジータが消えたのはフリーザが攻撃しやがったんだ。あいつの命令通りに働いていたってのに、俺たち以外は全員殺された。奴がスーパーサイヤ人が現れるのを恐れたからだ。頼む、フリーザを倒してくれ。頼む。Und back to the menu. Super. Ja, jetzt kam ein bisschen was von der, vom Hintergrund von Freezer raus. Wo ich sagen muss, das kam im Anime überhaupt nicht so rüber. Also das hat man nicht so gemerkt, aber im Manga doch etwas mehr. Finde ich zumindest. Egal, wir wissen es. Und machen weiter mit rasender Freezer. Geht doch relativ flott, Dynamic-Modus. Dann machen wir hier weiter. Mit rasenden Freezer. Juhu! Mein Name ist Freezer. 不老不死を手に入れ、この宇宙を支配して差し上げましょう。何？ベジータが裏切った。しかも地球人まで私の邪魔を。いいでしょう、ギニュー特戦隊に掃除してもらいましょう。その間に私はドラゴンボールを。何？いつの間にか出し抜かれた。貴様ら絶対に許さん。真の恐怖を見せてやる。
怒るフリーザ様。やってくれましたね。よく私の不老不死の夢を見事に打ち砕いてくれました。許さん、絶対に許さんぞ虫けらども。じわじわとなぶり殺しにしてくれる。まずはそこのチビからだ。Todesstrahl, Füßer, Albtraum, Killerball, Meteoriten, Crash. Ich muss mich, Was stand da? Ich muss nicht all meine Power nutzen. Das reicht allemal. Ach, ich glaube, das war auch so eine... Nee, das war keine so eine Reihe. Glaube ich mal. Wär doof, wenn. Wird sich halt ein bisschen besser. Kämpfen, spielen und ein bisschen labern, das hilft ja auch ein bisschen. Haben wir ja gerade gesehen. Allerdings gegen Saiyan, Blütler, besonders die Kleinen, ich weiß nicht, ob das so viel hilft. Aber labern wir mal was. Bam. Oh, fuck, verkackt, der Orkan-Kick. Und Potenzial freisetzen, das ist so... Also möchte gern Saiyajin, das kann der kleine Gohan ja noch nicht bisher. Krillin kann das auch, soweit ich noch weiß. Jetzt einfach nur ein kleiner Energieschub. Aber das kann er schon. So, dann hoffe ich mal, dass es keine Reihe ist, weil sonst sehe ich gerade ziemlich alt aus. Nein, nein, nein. Fuck. Oh, fuck, fuck, fuck. Nein. Fuck. Das nervt jetzt schon ein bisschen. Kleiner Knirps. Ich glaube, die Runde kann ich eh schon vergessen. Oder? Cheat mir mal ein bisschen. Obwohl, sieht doch noch relativ gut aus. Bisher. Ja, sieht gut aus. Geht doch. So, nicht versagen. Nicht versagen. Das gibt's doch nicht, oder? Gott sei Dank. Das wäre jetzt peinlich gewesen. Dafür kriegen wir auch als Belohnung den Todesstrahl. Ja, das sehen wir auch schon die ganze Zeit, dass den Strahl hier... Dadam. Hehe. Ja, ist kombinierbar, beziehungsweise verstärkbar. Das heißt, wenn wir mehrere Todesstrahle haben, ist er stärker. Wie auch schon beim Kamehameha von Son Goku. Yeah, yeah. サマラに殺された者の怒りを思い知れ。Oh, das sieht ziemlich danach aus, als ob es so eine Reihe wäre. Wie nervig.
Hört auf damit, oder du wirst es bereuen. Also wenn wir jetzt mit kaum Energie antreten, dann ist das so. Nee. Cool, das wird blöd. Fuck. Verdammter Grünling. Ach, ich mag Piccolo irgendwie nicht so ganz. Weiß auch nicht warum. Vielleicht liegt es an der komischen Hautfarbe oder... Ich weiß es nicht. Aber irgendwie mag ich ihn nicht so ganz. Oh, das sieht schlecht aus. Fuck. Obwohl es ist noch alles drin. Wow. Da bin ich jetzt selbst ein bisschen überrascht. あとはベジータ、貴様だけだな。本気を出してみやがれ、フリーザ。まだこんなもんじゃないだろう。いいだろう。究極のパワーというものを見せてやる。 Und Teufelstanz. Gegner mit repressiver Kraft angreifen, nur vom Freezer zu verwenden. Kein Kommentar. Okidoki. Sie よりも恐ろしい究極のパワーというものを見せてあげましょう。 So, epischer Auftritt von Freezer, der auch ein bisschen episch aussieht. So, endgültige Form: Todesstrahl, Freezer Albtraum, Killerball, Meteoriten Crash. Aus der endgültigen Form kommt nichts Neues dazu. Glück gehabt. Ich garantiere dir den sofortigen Tod. So, nochmal das Ganze jetzt gegen Vegeta. Sieht doch wieder mal relativ gut aus. Jo, sieht gut aus. Bam. Oh, 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 fuck. Obwohl, es ist noch alles drin. Wie immer ist alles drin. Bam. Und... Bam. Schittetahaz,だろ?僕がくだらないジョークが嫌いだってことをさ。 Und endgültige Form. Transformation zur endgültigen Form von Freezer. Sieh meine letzte Transformation an. Und sieh mein wahres Ich. Dem, dem.
これでゴム掃除は終わった。フリーザー、うさめ、この欲望は。あいつはスーパーサイヤ人。いいだろう。誰が宇宙一か教えてやる。Sowas von episch, unglaublich. 100% endgültige Form, Todesstrahl, Todesball. Verfluchter Super Saiyan-Chin. Nimm meine Power zu 100%. Mit aufgerissenen Auge. Boah, das sieht schon mal viel geiler aus. Oh, verdammter Super Saiyan-Chin. So stark. Und ich renne natürlich voll rein. Ich komme nicht mal ran, natürlich. Jetzt wieder sowas, wo der Dingsgegner übermäßig extrem stark ist und man kaum an ihn rankommt. Schlimmer als das, wo man sie genau dann angreift, wenn man ganz kurze Deckung loslässt. So kommt es zumindest mir mal wieder vor. Sage ich auch immer. Schon mal ein bisschen angekratzt, aber ich glaube, das hilft jetzt auch nichts. Oder doch? Nee, hilft nichts. Nee, wir sind tot. Ist ja nichts Neues hier. So. Komm her. Und wir sind wieder der Hässliche. Aber es kommt ja auf die inneren Werte an, ne? So, wieder mal nächster Versuch. Der schon mal besser losgeht. Ach, komm schon. Ja, super. Oh, wie gut. Jetzt könnte ich eine Chance haben. Aber auch nur vielleicht. Oh, jetzt sieht es wieder schlechter aus. Jetzt sind wir wieder beide gleich stark. Oh, oh, fuck, fuck, fuck. Ganz ruhig. So, nichts passiert. Jagt mir so einen Schrecken ein, unglaublich.
alles noch in Butter, die Zähne sind noch alle drin in der Fressleiste. 100% endgültige Form. Darauf hast du gewartet. 100%. Okidoki, nehmen wir mit. Hm? Sora! Hallo! Hallo, Misa! Bro, Finisher! Misa! Yokai-san! Happy End, oder? Ja, Happy End. So, so schön kann der Namek-Story-Modus ausgehen. Jetzt haben wir den auch abgehakt, genau wie schon den Saiyan-Modus. Es wird jetzt nur noch der Cyborg-Modus. Außerdem kommen wir, wie gesagt, später. Mache jetzt doch mal nachher ein kleines Päuschen. Gucken wir erstmal, was wir jetzt für neue Charakter freigespielt haben. Ja, das sind doch einige, so zwei, drei mindestens, glaube ich. Nö, zwei, ich sehe sie von hier schon. Ich sehe sie doch schon. Da. Dodoria und Zabon. Dodoria, wie schon gesagt, der hässliche rosa Knubbel. Dann haben wir hier die Cyborg-Ecke. Die 17. Ach, lasst mich nicht lügen. 16, 17, 18 und 19. Das ist die Yamchu. Die ist auch noch im Cyborg-Modus drin. Nur so, ja, sonst wäre er schon freigeschaltet. Genau wie der Future Trunks. Oder wie der hieß. Und natürlich auch Mr. Satan. Aber das kriegen wir auch noch alles später. So, wie schon dreimal gesagt, ich mache jetzt ein kleines Aufnahmepäuschen. Danach geht's weiter mit dem... Ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt. Mit dem Cyborg Story Modus. Wo wir wieder mal gegen Cell kämpfen, unseren besten Freund. Und wieder mal macht unser Vegeta den Auftakt. Und ja. Ich sage immer danke fürs Zugucken. Und bis bald. Oder vielleicht bis zum nächsten Part. Nee, ich sag einfach mal bis bald. Ciao.